Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge LS 19 auf dem PC hier auf der Pleasant Valley County. Ja, unser Kontostand hat sich gerade genau in der Pause eben geändert. Ja, wieder eine Ladung Kaffee verkauft worden. Und umgestellt habe ich jetzt hier einen richtigen Kurs. Wir schicken ihn jetzt hoch zu Feld 88. Da schicken wir einfach erstmal hin und wir werden dort oben, weil ich jetzt noch was im Internet geguckt hatte, ob ich eventuell eine andere Seemaschine mit Zuckerrohr, wo ich Zuckerrohr verwenden kann. Also mit den 2 Metern, oh nee, das ist ja dann eher eine Strafe für unsere Seemaschine. Ja, wir kaufen uns jetzt hier 2 Anaborger, einer für Saatgut und der andere für Dünger. Mein Problem ist nur, wenn ich die beide... Funktioniert aber eigentlich auch nicht. Wenn ich eine Überladestation bauen will und ich stelle beide hin, dann ist es natürlich so, dass die nicht beladen werden, weil die stehen ja hintereinander. Wo sollen die hinfahren? Ne? Dass, wenn einer leer ist, kann der hinterste oder der vorderste nicht wegfahren. Bloß mit der Doppelkammer, das geht nicht bei der Seemaschine, das weiß ich auch schon. Ja, bei der Ladestation, da müssen wir uns was einfallen lassen. Wo ich immer jetzt noch nicht mehr schlüssig bin, ob ich dieses Teil brauche oder nicht. Hätten wir unsere Seemaschine mal zum... Muss ich jetzt ausprobieren. Zu viel Zeit muss sein. Die schicken wir mal zum Shop. Weil dort stehen ja auch die Hänger rum. Ich meine, wir haben ja eh nichts Besseres zu tun bei den Regen. Ne? Händler, dort fährst du mal hin. Weil dann könnte ich sonst sofort die Hänger wieder umrüsten. Ne? Wir kaufen sie jetzt hier mit Saatgutschnecke. So, und zwar so rum und... Ja, die Agrarreifen lassen wir auf Standard, das brauche ich nicht. Ja, die Trennwand, wie gesagt, das ist... Müsste ich dann umschalten und das wird nichts, weil das macht der wartende Autodreifahrer ja nicht. Ne? So, wie gesagt, keine Trennwand. Saatgutschnecke. So, dann kaufen wir mal 2 Stück davon. So, und dann müssen wir natürlich auch noch hier 2 Trecker auftreiben, wo wir das Ganze da oben machen können. Bisschen Platz brauchen wir, weil wir müssen dort oben was einfahren, ist klar. Brauchen wir ihn hier wegen GPS. Mist. Abgegeben wird hier drüben. Weil ich müsste das ausprobieren. Wir schicken ihn mal auch zu Feld 88, vorsichtshalber. Und bevor wir dort alles oben haben, da ist auch wieder die Folge oben. So, denn wir müssen ja erstmal zum Shop noch. So, und zwar werden wir da hier irgendwo hier vorne am besten hier 2 solche Fendt nehmen. Weil die müssen ja auch richtig was ziehen dann, ne? Es sind noch keine Ordnung am Hof, ne? Das ist noch sehr mangelhaft. So, nicht Johnson Farm, so. Na Mensch.
sondern Händler. Achso, hier oben steht auch noch unsere, habe ich gerade gesehen, natürlich unsere Säcke rum und Paletten. Ne? Die stehen, glaube ich, schon vor der Nacht dort. Aber wenn wir dort oben die Überladestation bauen, dann könnten die ja dann auch nutzen, um Zuckerrüben anzusehen und. Also eigentlich ist das schon richtig, dass man. Aber hätten wir 600.000 draufgelegt, hätten wir da oben das Grundstück kaufen können. Ne? Das Geld haben wir momentan. Ja, wir wollen ja auch noch die Felder kaufen. Ne? Ach, es ist alles, wenn das Geld knapp ist, schlecht. So, wie viel Zuckerrohr ist jetzt hier am Start? Lass mich doch mal vorbei. Na gut, der muss noch nicht losfahren. Der kann ja noch einen Tag rumstehen. Jetzt gab es wieder 300 und die dritte Ladung gewesen, ne? Ich habe das so noch nie gemacht. Oh, da steht ja immer noch die Palette Nüsse rum hier. Das war jetzt nur Saatgut. Ach, der haut doch ein bisschen Dünger mit raus. Das so günstig war, was wir jetzt gemacht haben. Weil mich interessiert jetzt eigentlich, weil sonst wird das Ganze nichts, wenn der Trecker kommt und steht. Dann klappt er ja sein Rohr aus und dort muss ich dann ja mit der Sämaschine drunter fahren können und muss beladen können. So ähnlich wie man es an
bei der Kernstadt gemacht haben, da haben wir ja auch Kalk geholt mit dem Überladewagen und den einen ganz normalen Autodrive abholen, Ablieferungskurs gegeben. Und dann kommt ja der Überladewagen am Zielort an, was dann die Überladestation wird oder der Punkt, wo übergeladen werden soll, und klappt sein Überladerohr aus. Das weiß ich eben bei dem Teil hier mit Saatgutschnecke habe ich noch nie probiert. Und es ist natürlich fraglich, ob die Saatgutschnecke eben auch funktioniert, wenn ich Dünger drin habe. Kann ich jetzt hier echt mal nur ausprobieren. So, zwei sind es noch. So, und dann würde es ja so aussehen, er würde ja einen Abholen-Ablieferungskurs haben, er würde sich beladen an unserer Johnson Farm hier am Silo Düngerkalk. Dünger Saatgut Kalk Kompost. Ja. Und er soll es ausladen, also zum Überladepunkt fahren. Dann nehmen wir mal jetzt hier, um es einfach zu testen, nehmen wir einen Händler. Ne? Passiert ja nichts, ist ja egal, wo der Überladepunkt ist. Und er hat, theoretisch hat er Saatgut. So, er würde natürlich jetzt erst einmal hinfahren, den schalten wir mal weiter, dass er zur Entladestation fährt. Und wir nehmen mal den anderen Cent weg, dass der ganz normal hier parken kann. Das Problem ist aber eben nur, wenn ich jetzt zwei Überladewagen hintereinander habe, muss mir da was einfallen lassen. Da oben ist ja genug Platz, wie ich die positionieren kann. So, dass ich entsprechend auch wegfahren kann, dass die beide genug Platz haben. So, wie man sieht, er kommt dort Richtung Zielpunkt, wo er hin soll, und klappt dann natürlich sein Rohr aus, inklusive Saatgutschnecke, und die steht halt so schräg, wie sie eben ausgeklappt ist. Wenn man in der Stellung überladen kann, dann ist es okay. Und natürlich, wenn ich jetzt die Teile konfigurieren muss, verliere ich dann mein Saatgut. Nee. Das ist dann Lehrgeld. So, oben kann ich, geht wenigstens auch schon meine Wolke da, also das Regen soll auch irgendwann mal aufhören. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit schon wieder runterdrehen wollen, aber ja, so lange wie es regnet. Natürlich, wir kommen überall bei den Produktionen dann nicht mehr hinterher. Ne? So, erstmal alles eingesammelt hier. Und theoretisch sieht es ja jetzt so aus, dass das können wir leider jetzt nicht ausprobieren, weil wir keine Strecke haben. Aber er würde ja zum Beispiel dann. Ups. Hier ankommen zu seinem Überladepunkt. Und da müssten wir das bloß so einfahren, dass er relativ mittig hier drunter fährt. Das sollten wir aber eigentlich hinkriegen. Und es wird nichts übergeladen. Doch, wird übergeladen, okay. Also muss ich nur richtig fahren. Also das wird ja erstmal funktionieren. Das würde funktionieren. Und wenn wir das wissen, dass es so geht, dann müssen wir halt bloß passend fahren. Uns da ausgeklappt lassen. Ach ne, wir hätten auch gleich wir machen die Sämaschine nicht voll. So, dann kriegt er hier Feld 88. Drescher 88. Müssen auch noch kurz warten, wenn es mit dem Dünger nicht funktioniert, dann lohnt das nämlich auch nicht so.
Also Saatgut wird erstmal gehen, wenn wir hier einen richtigen Punkt anfahren. Beim Dünger werden wir das gleiche tun. Beladen. Tun wir uns natürlich an unseren, nicht ausladen, sondern beladen. Wenn, da müssen wir schon richtig machen. Ausladen soll er jetzt in dem Fall, dass wir es testen können, hier auch im Händler. Und er hätte Dünger. Da steht er doch. Natürlich auch weiter drücken, dass ihr gleich herkommt. Ja, werde ich bloß mal was anders drum testen, ob das funktioniert, auch wenn wir von hinten heranfahren. Weil bei einem müssten wir ja von vorne. Und den anderen wird man ja sozusagen von hinten her anfahren, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also ein bisschen Restrisiko ist noch. Wenn die natürlich Kollision haben, die Saatgutschnecken, dann könnten sein, weil die das schon so zeitig ausklappen, dass das schief geht. Und die anderen müsste ich ja von der Seite anfahren dann. Muss ich auch relativ nah ran. Ich denke mal so. Das würde auch funktionieren. Würde funktionieren. Gut, Feld 88. Ach, ihn kann ich jetzt in der Situation nicht weiterschalten. Dann müssen wir es so rum machen. So, das passt soweit. Ja, kann los. Ja, die würden jetzt hier so warten, bis sie leer sind. Dann wird er losdüsen und sich neuen Dünger holen. Den nehmen wir raus und hier sagt man jetzt ebenfalls Feld 88 Treasure, dass die erstmal voll dort oben stehen. So, hier müsste man natürlich mal noch einen vorbeischicken, weil das ist ja hier bloß eine kleine Kiste, ne? Das ist ja hier bloß eine kleine Kiste mit den Nüssen. Irgendwie ist die wahrscheinlich, hat sie die weggehauen. Durch die Kollision euch nur angeeckt und weggeflogen. Die stellen wir mal darüber. Hoffen wir, dass die mal einer abholt oder schicken wir gleich mal ein Pickup her. Könnten wir eigentlich machen. Ich dachte, sie stand auf dem Beton. So, wo ist unser Pickup? Achso, er ist angekommen, okay. Ob wir ihn brauchen, weiß ich noch nicht. So, unser Flug, der ist natürlich fertig. Ja, wenn, dann müssten wir das hier einrichten.
kriegen wir auch ja hin. Hier drüben machen wir das nicht, das machen wir hier am Feldrand. Da brauchen wir natürlich wieder GPS, ne? Dann kann den Kurs natürlich auch mal drehen. Dann bloß die Frage, mit was von Abstand? Ja, doch 88 erreichen wir. Wieso ist da jetzt blau? Achso, ist nichts Neues draufgekommen. Okay. Also 88, eigentlich ist das schon 88, 86 und 84, weil die wollen wir uns ja noch kaufen. Ist schon hier somit die, eigentlich die richtigste Variante. So, dann starten wir mal hier die Aufnahme. Wir brauchen jetzt hier ein paar Hilfslinien, damit wir das passend machen können. Die Trecker fahren ja sowieso nicht raus, dann... Hier müssen wir uns aber das GPS rüberholen, dass wir in der Flucht sind. Dann schalten wir es mal an. Fahren wir hier geradeaus runter. Und fahren hier hinten wieder raus. Ja, den Abstand weiß ich jetzt eben nicht. Den müssen wir uns dann noch passend holen. Oder passend machen. So, den ziehen wir mal hier drauf auf die Strecke. Und da nach da. Warum geht manchmal der erste Klick nicht? Ich meine, wo die dann hinfahren, rechts rum oder links rum, das ist erstmal egal. Also wir müssen ja wenigstens hier den die Möglichkeit geben, dass sie überall hin abbiegen können, wenn wir schon sowas hier einbauen. Das machen wir mal hier gleich von Hand. Das reicht hier als Abzweig. So, und dann müssen wir natürlich... Ja, und da weiß ich jetzt eben nicht den Abstand, ne? Mit dem müssen wir uns dann wirklich noch holen. Das müssen wir uns angucken, ob das dann passt. Aber auf jeden Fall müssen wir erstmal nach hier links abbiegen. Nur noch passend machen den Anfang. Weiß nicht, die 4,50 Meter reichen. Das wäre jetzt die Mitte, ne? Und dann müssten wir hier rum. Wenn wir die GPS-Mitte nehmen wollen, das sieht mir aber zu... Ne, das ist zu eng. Können wir ausmachen.
Das können wir rauslöschen. Das wird nichts. Da brauche ich erst eine richtige Linie dazu. Das muss ich mir auch passend holen. So, und hier müssen wir noch einen Anfang richtig machen. Weil so wird es nicht funktionieren, ne? Das ist, dürfte ja klar sein. Da setzen wir mal noch einen Punkt dazwischen. Kann ja noch ein Stück runter. Das war zu viel. Und dann natürlich noch von der Seite müssen wir einbinden. Und vorne müssen wir das auch noch machen. Da fährt einer rechts rum, einer links rum. Und dann war das auch noch verkehrt, weil wir brauchen ja noch eine Mittelspur. Das ist erst die Mittelspur hier. Wir brauchen ja noch einen dritten Abzweig dann hier. Na gut, der passt auch noch hin, das kriegen wir auch noch. Hier erstmal einschalten und dann lenkt man hier rum. Wir brauchen ja noch eine dritte Spur, wo dann die Mittelspur muss ja die Sämaschine befahren dann. Und dann brauchen wir noch eine dritte Spur, wo im Endeffekt der Saatgut- oder Düngerfahrer dann noch lang kommt. Das weiß ich noch nicht welcher. Das gut geht. Die ziehen wir aber auch erstmal bloß bis hier vor. Noch einen Punkt setzen wir. Weil das sind ja die zwei, die Abstand kriegen müssen. So, nach wo ist denn er jetzt angebunden? Ach, das hier, das können wir wegmachen. Das lösen wir auf und das verbinden wir mit denen und das mit denen. Und das gleiche müssen wir dann auf der anderen Seite machen. So. Da hätten wir eigentlich, na gut, müssen wir die andere vorne lang ziehen vor dem Baum. Das kriegen wir auch hin. Also zum Glück haben wir hier genug Platz, ne?
Vielleicht wäre es auch einfacher gegangen, aber ich baue es mir jetzt halt so. Aber jetzt sind wir ganz schön. Ja gut, biegen wir ja nochmal so ab. Ist ja dieselbe Fahrtrichtung. Ist ja nicht entgegengesetzt, da kann ja eigentlich nicht so viel passieren. Ne? Weil wir müssen dann hier vorne die Ausfahrt Nee, das ist falsch, was wir jetzt machen. Das ist schon mal falsch, was wir machen. Das muss ja eine Ausfahrt werden hier. Aber dazu brauche ich erst die Breiten. Das wird zu nichts, das können wir noch nicht machen. Das funktioniert so erstmal nicht. Weil das muss ja eine Ausfahrt werden. Gut, doch, die Ausfahrt können wir machen. Wir kommen ja zweimal von hinten, sind wir ja zweimal reingefahren. Dann müssen wir hier einmal rausfahren, dann fahren wir dort raus. Die Gerade können wir ja einfahren. Ja, das muss ja gehen. Dann müssen wir unsere Fahrzeuge entsprechend positionieren. Aber wenn ich auf meine Aufnahmeuhr gucke, werden wir das heute nicht mehr schaffen. Ich werde es dann hier fertig bauen und dann werden wir uns das angucken. Denn wir sind ja schon unter dem Begriff Überstunden zu machen. Also wie gesagt, ich baue das mal hier noch fertig, positioniere mal meine Fahrzeuge, dass ich auch mit die anderen Linien dann machen kann hier noch, wie die zueinander stehen müssen. Da vorne ist schon alles angekommen. Dann werden wir uns das in der nächsten Folge angucken, wie das hier fertig ist und ob es funktioniert. Also ich gehe mal davon aus. Gut, vielleicht wäre es auch einfacher gegangen. Ja, hier Geld investiert und hier oben die Farm gekauft und ja, schauen wir mal. Weil wir haben ja genug Zeit, ist ja Regenwetter. Ne? Also ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann machen wir morgen an der Stelle hier weiter. Bis dahin und tschüss.